religion too. Liebe Freunde des Freien Radios für Stuttgart, hier sind wir wieder, wie jeden vierten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr auf 99,2 MHz und als Livestream auf der Homepage des Senders www.freies-radio.de. Wir, das ist die Redaktion Aufklärung und Humanismus der Stuttgarter Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung, kurz GBS. Falls ihr uns noch nicht kennt, die Giordano Bruno Stiftung ist eine politisch aktive Denkfabrik für eine moderne, aufgeklärte, humanistische Gesellschaft im 21. Jahrhundert mit über 6000 aktiven Mitgliedern in über 50 Regionalgruppen. Im Internet findet ihr unter www.gbs-stuttgart.de jede Menge Informationen über unsere bisherigen Aktivitäten. Auch zuvor versäumte Radiosendungen könnt ihr dort in bebilderter Form nachhören. Es gibt sie seit Januar 2012. Im Studio sind heute Bruno Mattes, der Redakteur dieser Sendung, und Volker Kirsch. In dieser Sendung geht es um das Buch »Die Politik der Päpste« von Karl-Heinz Deschner. Erstmals erschienen ist es bereits in den 80er Jahren in einer zweibändigen Ausgabe unter dem Titel »Ein Jahrhundert Heilsgeschichte – Die Politik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege«. 2013 brachte nun der Alibri Verlag eine einbändige Neuausgabe heraus, aktualisiert vom Autor und mit einem ausführlichen Nachwort von Michael Schmidt-Salomon zu Johannes Paul II. Und Benedikt dem 16. Der Untertitel lautet »Vom Niedergang kurialer Macht im 19. Jahrhundert bis zu ihrem Wiedererstarken im Zeitalter der Weltkriege«, der die Kernthese des Buches andeutet. Das Wiedererstarken verdanke die katholische Kirche den beiden Weltkriegen und ihrer Zusammenarbeit mit den faschistischen Regimen in Europa. Karl-Heinz Deschner gehört zu den bedeutendsten kritisch aufklärenden Autoren von europäischem Rang. Mit seiner wahrhaft monumentalen, insgesamt 10-bändigen Kriminalgeschichte des Christentums legte er ein unvergleichlich faktenreiches, religions- und kirchenkritisches Lebenswerk vor, das den Zeitraum von den frühen Anfängen des Christentums bis zum 19. Jahrhundert umfasst. Bereits 1962 erschien eine Gesamtgeschichte davon in einem Band mit dem Titel »Abermals krähte der Hahn«, immer noch höchst informativ und spannend zu lesen und dieser Tage neu aufgelegt. Dieses Buch fiel mir als noch jungem Student in die Hände, zusammen mit einem weiteren, nämlich Joachim Karls »Das Elend des Christentums« oder »Plädoyer für eine Humanität ohne Gott«, 1968 in einem schmalen Rororo-Bändchen erschienen, das ein Klassiker werden sollte und, es sei in diesem Zusammenhang angemerkt, im letzten Jahr ebenfalls neu aufgelegt wurde. Beide Bücher wirkten im Klima der 60er und 70er Jahre sensationell, weil sie allem, was man bislang zu Kirche und Religion erfahren hatte, also hauptsächlich in Jugendgruppen oder in der Schule oder in der Kirche selbst, fundamental widersprachen. Und sie wirkten neu und anders, nämlich kritisch, grundlegend informierend und eben deshalb überzeugend. Die Politik der Päpste wird gern als der 11. Band der Kriminalgeschichte angesehen und deckt einen Zeitraum von 100 Jahren ab. Eingeteilt ist das Werk nach den Pontifikaten der jeweiligen Päpste, beginnend 1878 mit Leo dem 13., endend 1978 mit Paul dem 6. Papst bzw. Kirchengeschichte ist für Deschner politische Geschichte, gleichgültig wer an der Spitze dieser Hierarchie steht, weil keine andere Kirche und Religion auch nur annähernd so zielbewusst und verheerend, offen oder verdeckt in der politischen und sozialen Arena kämpft. Alles an dieser Kirche, Deschner kennzeichnend
seinen Standort klar bereits im Vorwort, ist Politik nicht nur die Kirchensteuer, die Säuglingstaufe, der Religionsunterricht oder die Mischehenfrage, ihre Lehre vom Privateigentum, ihr Kampf gegen die Geburtenkontrolle, sondern das scheinbar unpolitischste noch, ein Tischgebet, Beichtgang, eine Kommunion, irgendein altes Mütterchen, dessen Hand im Bayerischen Wald oder in Peru in den Weihwasserkessel taucht. All dies wird letzten Endes millionenfach summiert auf die Waagschale priesterlicher Macht- und Weltmachtambitionen geworfen. Alle Grundlagen des demokratischen, liberalen Rechtsstaates beruhen auf der Französischen Revolution. So steht's heute sogar in den Schulbüchern. Weniger deutlich ist aus diesen zu erfahren, dass alle Säkularisierungs- und Liberalisierungstendenzen und modernistische Irrtümer von der Kirche aufs Schärfste bekämpft worden sind, mit mittelalterlichen Mitteln und Methoden, Judenverfolgung, inquisitorischen Verfahren, einem Index verbotener Bücher, mit Zensur, mit fundamentaler Negierung der Menschenrechte etc. 1870 gibt es ein erstaunliches Dogma. Das Christentum ist eine Dogmenreligion. Von der unfehlbaren Lehrautorität des Papstes. Ein absoluter Machtanspruch gegen alle politischen Modernisierungen. Im selben Jahr muss die Kirche im Zuge der italienischen Einheitsbewegung eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Das Ende des Kirchenstaates. Errungen einst im Hochmittelalter aufgrund einer monströsen, aber wirksamen Fälschung der sogenannten konstantinischen Schenkung. Eine 60 Jahre währende Feindschaft zwischen Kirche und Staat beginnt, die erst im Faschismus Mussolinis enden sollte. Leo XIII. Ist 25 Jahre Papst, von 1878 bis 1903. Sein antimodernistischer Kampf richtet sich insbesondere gegen die Grundlagen des liberalen Nationalstaats. Gewalt gehe nicht vom Volk aus, sondern von Gott. Dem Volk bleibe die Rolle vorbehaltloser Unterwerfung und unbedingten Gehorsams, de facto also gegenüber der Kirche, denn Gott, das ist letztendlich die Kirche stets selbst. Grundrechte, etwa das Fundamentale der Freiheit des Denkens, gehöre nicht zu den Rechten der Bürger. Er verbietet Katholiken sogar, an demokratischen Wahlen teilzunehmen. Der Sozialdemokratie wird das Recht abgesprochen, als politische Partei behandelt zu werden. Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts hatte ungeheures Elend gebracht und plötzlich entdeckt auch die Kirche das Elend der arbeitenden Massen.
Keineswegs, wie Deschner betont, aus Mitleid oder Gerechtigkeit, sondern aus purem Selbstschutz. Seine historisierende Argumentation: Klerus und Päpste standen seit 1,5 Jahrtausenden in den Reihen der Unterdrücker. Waren sie doch selbst stets Teil und Nutznießer und Verfechter des feudal-absolutistischen Systems. Keine Kirche und kein Papst haben sich je zugunsten der Unterdrückten erhoben. Entsprechend bewertet Deschner die sogenannte Sozialenzyklika Leos des 13., Rerum Novarum, von 1891 als im Kern katholische Propaganda. Fordere sie doch kaum mehr als eine gewisse Arbeiterfürsorge. Es gebe kein Kapital ohne Arbeit und keine Arbeit ohne Kapital. Reiche und Arme bedürften einander. Das Verhältnis zwischen der besitzenden und der unvermögenden arbeitenden Klasse sei, zitiert er den Papst, zu gegenseitiger Harmonie hingeordnet. Gleichheit könne es nicht geben nach der, Deschner zitiert hier Leo weiter, einmal gegebenen, unveränderlichen Ordnung der Dinge. Diese grundlegende katholische Sichtweise hat Tradition und Deschner zitiert in diesem Zusammenhang Kirchenvater Augustinus, für das 5. Jahrhundert, einen seiner wesentlichsten Ratschläge für die Armen. Diese hätten, so Augustinus, im ewig gleichen, unverändert harten Joch des niederen Standes zu bleiben und nach dem Ideal der arbeitsreichen Armut zu trachten. Pius X. ist Papst von 1903 bis 1914, dem Beginn des Weltkrieges. Der Kampf seines Vorgängers gegen die Moderne, insbesondere jetzt gegen das wissenschaftlich-rationale Weltbild von Biologie und Physik, wie gegen die Religionskritik von Feuerbach, Marx, Nietzsche, Bauer, Strauss, wird weitergeführt. Die Stoßrichtung zielt insbesondere, was heute gern auch von unserer politischen Elite vergessen wird, gegen jegliches Eintreten für Demokratie, soziale Reformen oder Liberalismus, gegen jegliche Freiheit des Geistes schlechthin, gegen Gewissens-, Rede- und Pressefreiheit. Nichts wird von der katholischen Kirche mehr gefürchtet als kritische Aufklärung. Ab 1910 müssen katholische Kleriker einen Antimodernisten-Eid ablegen. Den modernen Irrtümern, darunter versteht die Kirche etwa die historisch-kritische Textexegese oder die Evolutionstheorie, wird das irrtumslose Lehramt der Kirche entgegengesetzt. Unmissverständlicher kann man einen umfassenden, ja absoluten Machtanspruch kaum formulieren. Diese Inhalte des Antimodernisten-Eids gelten offiziell bis 1967, viele darüber hinaus in den verbindlichen Glaubensinhalten bis heute. Mit Benedikt XV., Papst von 1914 bis 1922, nähert sich Deschner dem Kernbereich seines Werks, der Haltung der katholischen Kirche zu den Gemetzeln im 20. Jahrhundert. Der Leser heute, der diese Haltung weniger gut oder nicht kennt, ist frappiert.
Er mag kaum glauben, was Deschner ihm mit einer Überfülle an empirischem Material, Dokumenten, Schriften, Briefen etc., aus denen er zitieren kann, vorführt. Nicht nur geht es um das politische Taktieren, also um eine Anlehnung an die Mittelmächte mit dem katholischen Österreich-Ungarn oder an die Entente und um die, so Deschner, rein opportunistischen Beweggründe, um rechtzeitig auf Seiten der Sieger zu sein, sondern insbesondere um die auf allen Seiten vom Klerus betriebene religiös überhöhte Kriegspropaganda gegenüber denjenigen, die den Krieg zu führen hatten, den Soldaten. Diese Propaganda war offensichtlich umfassend. Um davon einen Eindruck zu vermitteln, möchten wir zitieren. Allen Ernstes forderte der Klerus, schreibt Deschner, während sein Herr und Meister, der Papst, zum Frieden rief, die Christen auf, sich glücklich zu schätzen, weil sie diese große Zeit erleben dürfen, diese Erzieherin zu Männern, zur Seelenkultur, zu den edelsten Tugenden, diese Führerin zu Gott, Zuchtmeisterin zu Christus, eine Zeit, da alles Fleisch hat das Heil Gottes geschaut. Deutschlands größte Zeit, heilige Zeit, Gnadenzeit, Zeit der Gottesnähe, den Tag, den der Herr gemacht, den Krieg, der dem Herrn gefällt. Deschner zitiert seitenlang diese salbarende Sprache der allgegenwärtigen Propagandaschriften und kommentiert dann: Ein Gemetzel, das 10 Millionen Menschenleben kostete, 10 Millionen Verwundete und Krüppel, Millionen Verhungerte, das feierten die katholischen Priester als Gebetsstunde einer neuen Zeit, ein rechtes Sakrament, kein katholischer Bischof. Wie sehr sie auch den Soldatentod besangen, starb damals trotz hervorragender Möglichkeiten auf den Schlachtfeldern. Eine enorme Stärkung des Papsttums, so Deschner, brachte dieser Erste Weltkrieg. Und der Folgepapst, Pius XI., 1922 bis 1939, wird den Kirchenstaat wiedergewinnen, den Raubüberfall auf Abessinien billigen und den Spanischen Bürgerkrieg. Er wird Konkordate mit Monsterverbrechern wie Mussolini und Hitler schließen, überhaupt sämtliche faschistische Starbanditen mit an die Macht bringen und dadurch die Menschheit mit in den Zweiten Weltkrieg. Aus der Fülle des Materials heraus, das Deschner bieten kann, wertet er unmissverständlich für den Leser. Dabei stellt er fest, die Ideologie eines Staates ist jeder christlichen Hierarchie wohl ziemlich gleich. Hauptsache, sie profitieren davon. Beide, Mussolinis faschistische Bewegung und schließlich seine Diktatur nach 1922, die den liberalen Parlamentarismus Italiens zerstören wird, und die katholische Kirche stützen sich gegenseitig und profitieren voneinander. Mussolini brauchte den Papst und der Papst brauchte ihn, bemerkt Deschner lapidar und fährt fort, die erstaunlichen Gemeinsamkeiten betonend. Beide verband viel, beide hassten Kommunisten, Sozialisten, Liberale, widerte doch den Abkömmling einer konservativen, begüterten Familie, gemeint ist Pius XI.,
alles Kommunistische und Sozialistische, das er wie seine Vorgänger über einen Kamm scherte, dermaßen an, dass er noch den sozialen Katholizismus verwarf. Beide, römische Kirche und Faschismus, propagierten ein billiges, massenfängerisches Schwarz-Weiß-Bild, in dem es bloß Gut und Böse, Licht und Finsternis gab. Für beide war das Führerprinzip zentral. Beide traten für Autorität, Gehorsam, Disziplin ebenso ein, wie sie individuelle Freiheit und soziale Gleichheit bekämpften und den Menschen zum bloßen Befehlsempfänger entmündigten. Mussolini hatte sich selbst einmal als Marxisten gesehen, bevor er sich zum Faschisten entwickelte. Zeitlebens blieb er atheistisch und antiklerikal. Sein Bündnis mit der katholischen Kirche war zynisch und zweckopportunistisch. Durch eine klerusfreundliche Maßnahme nach der anderen wurde die laizistische Gesetzgebung der liberalen Ära liquidiert und die Macht des Katholizismus enorm gestärkt. Die Maßnahmen, die Deschner meint, waren unter anderem der Religionsunterricht an staatlichen Schulen, die Gleichstellung katholischer Schulen mit öffentlichen, staatliche Zuschüsse an den Klerus, Wiedereinführung kirchlicher Feiertage, katholische Familienpolitik und so weiter, um einige zu nennen. Das bedeutendste kirchenpolitische Ereignis dieses Pontifikats und ein kaltblütiger innenpolitischer Coup Mussolinis waren aber die 1929 nach 2,5 Jahren Verhandlung geschlossenen Lateranverträge, bestehend aus einem Staatsvertrag, einem Finanzabkommen und einem Konkordat. Sie stellen den Vatikanstaat mitten in Rom wieder her, mit vollem Eigentumsrecht, Steuerfreiheit für alle Kirchengüter und souveräner Gewalt und Jurisdiktion darüber und der katholischen Religion als einziger Staatsreligion. Ferner einer Staatsdotation, die den Reichtum der Katholika begründen wird. Eine einzigartige säkulare Entwicklung, die Einschränkung mittelalterlicher Kirchenmacht, wird mit einem Mal zurückgedreht. Durch das Bündnis mit dem antidemokratischen und antiparlamentarischen Faschismus. Zweifellos ein Triumph für die katholische Kirche, der auch in Deutschland bejubelt wurde, unter anderem von Konrad Adenauer und der Zentrumspartei. Waren die italienischen Bischöfe Faschisten? Falsche Frage, sagt Deschner, das interessiert überhaupt nicht, lenkt von der Hauptangelegenheit ab, nämlich der Unterstützung der Faschisten. So im Abessinienkrieg 1935-36, so im Spanischen Bürgerkrieg 1936-39. Der Abessinienkrieg, wohl aus ungelösten Agrarproblemen heraus entstanden, war ein kolonialer Raubzug gegen einen militärisch unterlegenen Gegner. Ein Verteidigungskrieg, Deschner zitiert den Papst, Kriege sind seltsamerweise propagandistisch immer Verteidigungskriege, könne zum Zweck der Expansion einer wachsenden Bevölkerung gerecht und richtig sein. Und wirklich, aus der vatikanischen Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica, wenn die friedlichen Mittel erschöpft sind, wird die Anwendung von Zwangsmitteln, der Einfall in das Gebiet anderer, seine Eroberung und Annexion erlaubt und manchmal sogar zur Pflicht, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und den Frieden zu sichern. Wer in diesem äußersten Fall zu den Waffen greift, übt die Funktion des Richters aus, dem die Natur das Amt überträgt, zu strafen und die vom Gegner verletzte Ordnung wiederherzustellen. Alle wesentlichen Elemente der Kriegspropaganda sind versammelt. Kriege werden stets geführt zur Verteidigung, zur Aufrechterhaltung einer Ordnung und für den Frieden, deshalb zur Pflicht. Und die Natur ist auch noch auf Seiten der Gerechten. Wie üblich werden Kanonen, jetzt auch Giftgasbomber gesegnet. Mehr als 500.000 Tote, ebenso viele Invaliden, 1 Million Verwundete, zählt Deschner auf. Und natürlich ist dieser Krieg auch ein christlicher Kreuzzug. Der Bischof von Mailand, Kardinal Ildefons Schuster. Angesichts der schicksalhaften Verbundenheit Italiens und des Vatikans kommt den Italienern der Ehrentitel Mitarbeiter und Gehilfen Gottes zu. Wir arbeiten mit Gott zusammen in dieser nationalen und katholischen Mission des Guten, vor allem in diesem Augenblick, in dem auf den Schlachtfeldern Äthiopiens die Fahne Italiens im Triumph das Kreuz Christi vorwärts trägt.
Oder der Erzbischof von Tarent bei Gelegenheit einer Messe auf einem Unterseeboot. Der Krieg gegen Äthiopien sollte als heiliger Krieg angesehen werden, als ein Kreuzzug, ein italienischer Sieg werde Äthiopien, das Land der Ungläubigen und Schismatiker, dem katholischen Glauben öffnen. Darum gehe es stets, so Deschner. Es ist dieselbe Sprache und, der Schluss ist zu ziehen, immer noch derselbe Ungeist wie bei den mittelalterlichen Massenschlechtereien, Kreuzzüge genannt. Der spanische Bürgerkrieg hat soziale Ursachen. Schreiender Gegensatz zwischen kleiner Oberschicht, die am Ersten Weltkrieg viel verdient, und brutal ausgebeutetem Volk, zu zwei Dritteln noch analphabetisch und unterernährt, vor allem auf dem Land. Die Kirche, verfilzt mit Großkapital und Adel, gehört zu den Besitzenden und verliert deshalb ihren Einfluss auf das Volk. 1931, nach relativ freien und ordentlichen Wahlen, wird die Monarchie abgeschafft und die Zweite Republik eingeführt. Eine liberal-fortschrittliche Regierung mit leichter Tendenz zum Sozialismus, wie Deschner anmerkt, führt in kurzer Zeit ein enormes fortschrittliches Reformprogramm durch, unter anderem Agrarreformen. Da man auch eine Trennung von Staat und Kirche anstrebte, blieb die klerikale Gegenbewegung nicht aus. Und eine politische mit der Gründung der Falange Española 1933, der spanischen faschistischen Partei. Als die republikanisch-sozialistische Regierungskoalition 1933 zerbricht, werden die Reformen zurückgenommen. 1936 kommt es zur Gründung einer Volksfront aus Republikanern, Sozialisten und Kommunisten, die die Wahlen deutlich gewinnt. Die Gegner, Falange und Monarchisten, bilden eine nationale Front. Der Wahlsieg der Volksfront ist der eigentliche Auslöser des brutal geführten Bürgerkriegs, den der General und Katholik Franco nur mit Hilfe von Mussolini und vor allem der von Hitler gewinnen wird. Und die Kirche? Nun, mit den putschenden Militärs war der spanische Episkopat aufs Engste verbunden. Die Rettung des katholischen Abendlandes steht wieder einmal an. Und Jesus und Christus und Gott und die Vorsehung und das Kreuz und das Heilige und die Heiligen und der Geist und die Jungfrau und was die Katholika sonst noch drauf hat, werden in die Propagandaschlacht geworfen. Und von Deschner minutiös belegt. Der Leser kennt das schon. Er kann sich entscheiden, ob er das kopfschüttelnd, erstaunt, traurig oder, ums eigene Seelenheil bedacht, belustigt lesen will. Nicht lustig ist das Ergebnis. Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit wurden in Spanien wieder aufgehoben. Literatur, Film, Funk unter strenge Kontrolle gestellt. Alle Parteien, außer der faschistischen Falange, verboten, auch sämtliche protestantische Kirchen und Schulen geschlossen. Ein Wahlspruch dieser spanischen katholischen Falange, den Deschner zitiert, war: Es lebe der Tod, nieder mit der Intelligenz. Konkordate mit vielen Ländern bleiben ein Hauptziel dieses Pius.
Das Sensationellste sollte 1933 abgeschlossen werden. Die Vorgeschichte dazu ist komplex und Deschner gibt sie detailliert. Am Ende der Weimarer Demokratie und des bürgerlichen Rechtsstaates stand der deutsche Katholizismus fast geschlossen gegen Hitler. Und die deutschen Bischöfe bildeten eine antinazistische Front, konstatiert Deschner. Denn diese haben das Zentrum, eine einflussreiche und mächtige katholische Partei im Weimarer Gefüge, sie stellt mehrere Kanzler, das jetzt aber von zwei Seiten bedroht wird. Von Rom, das heißt vom Papst, der das Konkordat will, und von Hitler, der alle Parteien ausschalten will. Das Ermächtigungsgesetz im März 1933 besiegelt die Diktatur mit den Stimmen dieses Zentrums, dessen Führer Kahrs dafür das Reichskonkordat angeboten wird. Im Juli desselben Jahres wird die Zentrumspartei sich selbst auflösen. Deschner schreibt: Die endgültige Vernichtung des von ihm, also Hitler, gefürchteten politischen Katholizismus. Und natürlich die Vernichtung jener antinazistischen Front der deutschen Bischöfe, die ihrem Papst gehorchen und geschlossen auf die Nazilinie einschwenken werden. Und die Motive? Weil Hitler die alten Gegner der Kirche bekämpfte, Liberale, Sozialisten, Kommunisten. Deshalb ermöglichte ihm der Vatikan die Diktatur, stellt Deschner lapidar fest. Im Juli 1933 wurde das Vertragswerk unterzeichnet von Franz von Papen und Eugenio Pacelli, dem späteren Pius XII. In Rom. Zwei Drittel aller Bestimmungen waren zugunsten der Kirche, vor allem im Bildungsbereich. Kleriker durften sich nicht mehr politisch betätigen, eine Unterwerfung. Wichtiger jedoch als jede Einzelbestimmung war für Hitler das Konkordat als solches. Sein erster völkerrechtlicher Vertrag und mit dem Papst geschlossen. 1935 bescheinigten die deutschen Bischöfe Hitler in einer Ergebenheitsadresse, der Heilige Vater habe das moralische Ansehen ihrer Person und ihrer Regierung in einzigartiger Weise begründet und gehoben. Und für den völkischen Beobachter, den Deschner zitiert, bedeutete es eine ungeheure moralische Stärkung der nationalsozialistischen Reichsregierung und ihres Ansehens. Und für die Gegner der Nazis möchte man hinzufügen, eine ebenso ungeheure moralische Schwächung. Dieses Konkordat enthielt ein geheimes Zusatzprotokoll, nämlich das Einverständnis des Papstes, sprich der katholischen Kirche, über die geplante Einführung eines Wehrzwangs, also einer allgemeinen Wehrpflicht durch die Nazis, was eine Zustimmung zur geplanten Wiederaufrüstung bedeutete. Eine glatte Missachtung damals noch gültiger völkerrechtlicher Verträge. Was jetzt kommt, kann der Leser, der sich bis hierher durchgearbeitet hat, erahnen und ist doch überrascht von der schleimigen Unterwürfigkeit und den widerwärtigen propagandistischen Stilblüten aus keineswegs abseitigen Quellen, die Deschner ausbreitet. Die katholische Kirche wird zu Hitler und dem kommenden Krieg keine andere Haltung einnehmen als wie schon zu Mussolini und etwas später zu Franco. Deschner belegt und dokumentiert das über viele Seiten. 1933 aber, nachdem Rom gesprochen, schwenkt der deutsche Episkopat jäh zu Hitler um. Wie die Bischöfe haben natürlich auch Theologen und gerade führende katholische Theologen Hitler enthusiastisch propagiert. Einer sei hier zitiert, Karl Adam, weil er auch ein im Ausland weit verbreitetes Buch »Wesen des Katholizismus« geschrieben hat. Er feiert Hitler als »Befreier des deutschen Genius, der die Binden von unseren Augen nahm und uns wieder das eine wesenhaft sehen und lieben ließ«, unsere bluthafte Einheit, unser deutsches Selbst, den Homo Germanus. Und noch 1940 schrieb dieser Herr: Nun steht dieses neue Dritte Reich vor uns, voll heißen Lebenswillens und Leidenschaft, voll unbändiger Kraft, voll schöpferischer Fruchtbarkeit. Wir Katholiken wissen uns als Glieder dieses Reiches und erblicken unsere höchste irdische Aufgabe in unserem Dienst am Reich. Um des Gewissens willen dienen wir dem neuen Reich mit allen unseren Kräften, mag kommen, was will. Was kam, ist bekannt.
Zu Adam selbst kam 1951 das große Bundesverdienstkreuz, verliehen durch Theodor Heuss, Bundespräsident, der einst mitgeholfen hat, Hitler das Ermächtigungsgesetz zu verschaffen. Deschner widerlegt, wie immer umfangreich dokumentierend, eine weit verbreitete Geschichtslegende, schlichter eine Propagandalüge, die vom kirchlichen Widerstand gegen die Nazis. Den gab's, wenn es um kirchliche Interessen ging, also um Konkordatsverletzungen, um Beschneidungen in der Jugenderziehung, um die Gleichschaltung katholischer Vereine. Und es gab ihn einmal gegen die mörderische Euthanasiepolitik der Nazis durch den Bischof Galen, der in allen anderen Belangen linientreu war. Und es gab ihn von Einzelpersonen, einfachen Pfarrern und Nonnen, die Gefahr liefen, eingekerkert zu werden oder sogar ihr Leben zu verlieren. Deschner steuert dazu sogar eine Statistik bei. Es gab ihn aber eben nie institutionell, offiziell. Auch nicht in der vielgerühmten Enzyklika mit brennender Sorge von 1937 ging es je gegen den Nationalsozialismus als solchen. Stets bejammerte er, der deutsche Episkopat, bloß die eigene Benachteiligung. Nie beklagte er Hitlers Aufhebung der demokratischen Grundrechte, der Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit. Nie protestierten die Bischöfe gegen die vielen Tausende von Justizmorden an ihren Feinden, gegen die Beseitigung von Liberalen, Demokraten und Kommunisten. Nie protestierten sie gegen den Antisemitismus, die Zerstörung von mehr als 200 Synagogen, die Verschleppung und Vergasung der Juden, die ihre eigene Kirche doch 1,5 Jahrtausende gemartert und getötet hatte. Wie denn auch? Schließlich ist der Antisemitismus Kernbestand christlichen Glaubens über eben diesen Zeitraum. Das Pogrom der Reichskristallnacht, 9.10. November 1938, und das Beiseitestehen beider christlicher Kirchen werden von Deschner gar nicht mehr explizit beschrieben. Nichts, was die Nazis den Juden angetan haben, mit einer organisatorisch-technischen Ausnahme, mussten sie erfinden. Alles war historisch bereits da. Die Diffamierung. In Parenthese sei angemerkt, ein widerwärtigster in diesem Genre war Martin Luther, auf den ein anderer widerwärtigster, Julius Streicher, sich berufen hat. Der 10. November war Luthers Geburtstag und seine antijüdischen Schriften wurden in der Hitlerzeit neu aufgelegt. Die Ghettoisierung, soziale und wirtschaftliche Ausgliederung, Pogrome mit Mord und Totschlag und Raub, Zerstörung von Synagogen, Vertreibungen, Eheverbote, sogar besondere Kleidungsvorschriften. Man vergisst das gern, wenn von christlichem Abendland oder europäischer Kultur oder, neuerdings, von christlichen Werten die Rede ist. Toleranz kann damit nicht gemeint sein. Das Kapitel Anschluss von Österreich nämlich ans Reich und die Haltung der Katholiker dazu und die Folgen übergehe ich und überlasse es dem Leser. Im Februar 1939 stirbt dieser Papst Pius XI. Sein designierter Nachfolger ist Eugenio Pacelli, Kirchenjurist, Deutschenfreund, Diplomat, maßgeblich an allen Konkordaten beteiligt und, so Deschner, kein Aristokrat von Geburt, doch einer gleichsam der Gestik des Gebarens. Er nennt sich Pius XII. Und sein Pontifikat wird von 1939 bis 1958 dauern. Von ihm wird in unserer nächsten Sendung im September noch zu reden sein. Thank you.